Moin Leute, wir sind hier gerade auf dem Olympia-Gelände, quasi Berg Bielasnica, wo auch die Winteraktivitäten stattfinden. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal so ein bisschen an. Jetzt hier auf dem Berg Bielasnica, und zwar ist das ist hier auch das ehemalige Olympiagelände, das heißt die Skipiste und alles, und das wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen angucken. Hier oben war ich jetzt noch nicht gewesen, und später, denke ich mal, wenn wir es schaffen, gehen wir auf den Berg Egmann. Dort gucken wir uns dann die Sprungschanzen aus dem auf dem olympischen Gelände an. Naja, wie gesagt, bis gleich. Wo sind wir denn hier gerade? Wie gesagt, am ehemaligen Olympiagelände. Dort, wo sich die Olympischen Winterspiele 1984, wo die ausgetragen wurden. Und hier ist ein Andrang. Das wollt ihr gar nicht glauben. Naja, wir versuchen uns da jetzt mal durchzukämpfen. Schönes Wetter. Sonne. Was will man mehr? Und so kalt ist es jetzt auch nicht. Alles klar. Wisst ihr Bescheid? Was ein Gerusel, Leute. Aber es sind ja Feiertage, von daher auch mal ein Blick nach oben. Schon interessant. Es befindet sich aber auch noch einiges im Bau. Deswegen. Richtig geil mit so kleinen Ständen, wo man sich warm halten machen kann. Thank you.
Hallihallo, hier sind wir auf dem Berg Igman. Wie schon angekündigt, hier sind die olympischen Sprungschanzen, die beiden. Und ja, ich sehe mich hier mal ein bisschen um. So, wie gesagt, das sind die olympischen Sprungschanzen, die beiden. Und wir gehen jetzt mal zu dem Podest, wo die ganzen Springer oder die Sieger geehrt worden sind. Und das ist gleich da vorne. Hier hat man noch, ja, viel Schnee liegt hier nicht. So, und da kommen wir schon zu dem Podest, wo die fotografiert worden sind oder quasi geehrt worden sind. Das Ding ist ein Original aus 1984 bzw. 83. Und gleich gegenüber sind die Sprungschanzen. Perfekt.